Jedes Menü hat aber keine Frame Drops drinnen. Auch wieder in Deutsch, wohlgemerkt. Kann es wieder in Deutsch spielen. Aber sie. Chillas Art. Probieren wir gleich einmal. Hüpfen wir hinein. Kein Head Bobbling bitte. Teamkörnung auch wieder aus. Brauchen wir auch nicht. Ich hoffe, dass das jetzt wieder mal funktioniert. Ich glaube, ich habe es einmal schon mal gespielt. Ich habe es im Oktober letzten Jahr. Warum kommt er plötzlich nach Hause? Ich weiß nicht. Jetzt keine. Wow. Ah. Was? Uhu. Wie ist denn die Steuerung? Sagt man gar nichts mehr. Okay, gut. Ah. Da macht er nichts. Zehn Yen. Das ist nicht gerade viel. Mein Kaugummi. Dürfte irgendwie alles so ziemlich die gleiche Art haben hier. Auch das vorige war genauso gleich. Müssen so direkt nacheinander entwickelt worden sein. Haben wir hier? Hm. Ja, noch was. Warten, was das bringt. Vielleicht gutes Karma. Wer weiß. Okay, da ist auch nichts Interessantes, gut. Hm. Wir wollen sehen, wo wir dahin gelangen. Armes Ding. War das links? Wir gehen mal rechts entlang. Zieht sie mir dorthin, wo man eigentlich nicht hingehen sollte. Wir beten halt wieder den Schrein, ist kein Problem. Machen wir, vielleicht wie gesagt, bringt nichts was Gutes. Man weiß es ja natürlich nicht. Es ist finster halt wie Sau. Nicht nur ihr seht nichts, ich genauso wenig. Hier mal entlang. Ist leider nicht wirklich möglich, das ohne Rucke zum Aufnehmen. Das ist leider ärgerlich. Wirklich ärgerlich hier. Problem ist, bei mir ruckelt es ja gar nicht. Das ist einfach nur die Übertragung, ist irgendwie so komisch. Und dort kam der Geruch. Okay. Das mal, dass die deutsche Übersetzung halt nicht wirklich gut ist. Weil es macht irgendwie keinen Sinn, dass was gepalabert wird. 60 Dollar hätte ich fast gesagt. 60 Yen. Doni Yen. Ja. Da irgendwas noch zum Abgreifen. Das Surren der Elektrik da. Ich glaube, da müssen wir dann rein. Noch einen Schrein, den können wir noch das anbeten. Wen auch immer und warum, weshalb, das wissen wir nicht. Werden wir wahrscheinlich auch nicht erfahren. Hm. Schauen wir mal nach oben. Auch noch ein paar Yen. Du fragst dich, ob das Auto deiner Tante gehört. Okay.
Dann frage ich mich, ob du überhaupt geistig voll da bist. Normal solltest du das Auto kennen, deiner Tante. Und zuerst mal durchschauen noch. Will ich wahnsinnig werden. Die ganze Zeit hier herumsurrt alles. Aber wir werden jetzt mal klopfen, schauen, was da abgeht. So, meistens irgendwo in Blumentöpfen, ne? Also mal nicht. Ja, weil noch. Tada! Wir haben es geschafft. Wir können endlich die Wohnung betreten. Surren hat ein Ende. Wieder mal ist alles zu. Ja, man kann sich auch pflegen, ne? あれ?このノート破れてるけど、どうしたんだろう?探したら見つかるかな?Ah, müssen wir uns Kohle für die Miete zusammensuchen, oder? Mietschuldeneintreiber, wir haben wieder kein Spiegelbild. Wir haben schon mal 60 Yen gefunden. Wie viel brauchen wir denn? Da sind die Eruieren. Nein, gell? Geht es? Ist halbwegs okay mit dem Ruckeln drinnen. Versuche, wie gesagt, eh so langsam wie möglich hier durchzuschreiten, dass da nicht allzu sehr Probleme. Oh mein Gott. Was ist das? Heilige. Das. Will das nicht nehmen? Nicht. Mein Problem ist es natürlich nicht, ne? Das in der Badewanne, ne? Ja, komisches Sounddesign. Komisch, komisch. Naja, für eine Wohnung ist die, wäre mir sie, glaube ich, sogar fast zu klein. Und sie sieht hübsch aus, gar keine Frage, aber. Aber wieder den Herd von letztens. Blendet einen. Wie kann man nur so ein Licht einbauen? Ah, sehe ich da das andere Zimmer? Oder ist es auch wieder ein Spiegel? Ich schätze mal, es ist ein Spiegel. Dann nichts machen. Irgendwas irgendwo runternehmen. Ich gehe mal kurz raus. Ich mir gedacht. Die Feuerleiter oder so. Dachte mir, wir müssen da hinten einsteigen. In die Wohnung.
Können wir eigentlich wieder oder ist das einmalig und nicht mehr? Auch nicht schlecht, ne? Was kann man da beim Auto machen? Seitdem ich dieses Ding habe, kann ich nichts machen. Ah, da ist etwas drinnen, okay. Okay. Jetzt was kaufen, glaube ich aber nicht, ne? Etwas Veränderungen finden. Es wäre nicht schlecht, wenn ich da irgendwie einmal wüsste, wie das mit dem Haken hier funktioniert. Was ist da hinten überhaupt los? Kann ich da überhaupt noch hin oder ist das... Oh, was haben wir da? Wieder etwas, was nicht aufheben kann. Ist richtig ärgerlich. Ich sehe leider nicht die Steuerungen. Ich sag okay. Was ist das überhaupt für ein Teil? Probiere es mal mit dem Controller zu spielen. Weird Maus und Controller. Irgendwie funktioniert das nicht. Weil es sieht so aus, als würde ich damit irgendwas von oben nach unten ziehen können oder irgendwie was greifen können von oben. Aber ich habe kein oben. Außer vielleicht muss ich wirklich da im Kasten etwas machen. Und nochmal. Denkst du die Klimaanlage damit aufdrehen? Nein. Das wieder zurückstellen. Absolut nichts mehr machen. Grad. Echt jetzt? 40 Grad in dem... Krieg schon einen Kollaps, wenn ich bei 25 Grad in der Wohnung herumsitzen muss. Türe zu. Schaden, kann ich das nichts machen? Komische Geräusche kann ich mit dem Controller machen. Okay. Ja,
herumdrücken, aber es passiert nichts. Null. Nada, niente. Müssen wir die Wäschekörbe umhauen? Hm. Ist aber ärgerlich. Mit vielleicht den Fernseher kaputt schlagen, ich weiß nicht. Okay, da kann ich wieder das zu machen. Mit das hier. Irgendwas muss ich doch mit diesem Stab machen können. Oh. Doch so ein Papier drinnen. Husch, husch. Ja, dann gehst du rein oder gehst du nicht? Aber brauchen wir ja nicht. Aber dass es kein Springen gibt und sonst nichts. Ein ziemlicher Horror hier. Ich glaube eher der Horror ist, dass man da nicht weiterkommt, ne? So. Frage, was machen wir daraus? Ist hier irgendetwas, was uns noch den das Spiel noch ein bisschen versüßt? Oh. Fenster klopfen? Natürlich klopfen wir ins Fenster. Hm? Oh. Es verschwindet. Okay. Die falsche Antwort, oder? Oh. Wohnungsnotiz. Diese Wohnung kann nicht abgerissen werden. Ich habe versucht, einen Auftragnehmer anzurufen, der versucht, es zu zerstören, aber aus irgendeinem Grund funktioniert die Telefonleitung nicht mehr. Meine Mutter wird plötzlich krank. Ich hoffe, es ist nicht verwandt. Es ist nicht verwandt. Der örtliche Priester wird nicht kommen. Er versucht, andere Leute zu bitten, den Priester zu fragen. Der Priester geriet in einen Unfall und starb. Oh. Talismane sind nutzlos. Ich kaufte eine Schachtel Talismane und klebte sie an meine Wände, aber sie wurden alle am nächsten Tag verbrannt. Immer wenn ich einen Talisman an eine Wand stelle, taucht das Wort Fluch in meinem Kopf auf. Die Wohnung entzündet sich nicht. Das Gebäude ist feuerabweisend. Naja, ist immer nicht schlecht, oder? Die Wohnung muss weiterverkaufen. Muss weiterverkaufen. Ein Bewohner wird jeden Monat ausgewählt. Der Auserwählte wird in einer Woche besessen sein. Und nach dem Besitz verschwindet die Person vollständig von dieser Welt. Und niemand erinnert sich an eine Sache über die Person. Ich habe immer wieder Albträume und eine seltsame Stimme sagt mir immer wieder, ich solle Menschen umbringen. Menschen bringen. Umbringen nicht, macht dann schon das andere Ding. Ich kann die Wohnung nicht verkaufen. Ich kann nicht zulassen, dass sie meiner Familie wehtut. Jemand, bitte, hilf mir. Heißt das, ich kann wieder was? Ich hau gleich diese
Nichts. Okay. Das heißt, wir können eigentlich. Oh, da ist jemand. Noch keiner daheim. Ist nur die Frage, ob wir natürlich das sind. Nicht aus diesem Mistkübel kramen. Nein. Oder muss ich zurückkehren? Vielleicht muss ich noch irgendwas nehmen. Den Fisch abholen, natürlich. Jetzt können wir plötzlich. Okay. Könnte das heißen, wir können dem Fisch den Raben geben? Der gibt uns dann das Ding, was er auch immer hat. Oh, warte mal. Da ist ja etwas. Warten Sie. Okay, gut. Diese freundlichen Nachbarn. Tun wir trotzdem jetzt mal im Raben. Okay, der will es ja auch nicht. Gut. Mit dem Fisch auch nicht wollen. Er stinkend da herumkugelt. So, es sind drei so Papierschnipseln. Eine im Auto, einer hat der Rabe, eine liegt hier. Kann sie alle drei nichts machen damit. So, ich habe jetzt einen Fisch. Warum auch immer ich einen Fisch habe, ich habe keine Ahnung. Okay, oh. Oh. Oho. Man sieht sogar den Fisch, okay. Aber wenigstens hat den Haken nicht mehr. Das ist aber eine gute Sache. Wenn ich jetzt vielleicht das Papierschnipselchen aufheben. Nein. Ab durch die Tür. Kann ich ihn auch jetzt erst den Fisch geben oder können wir mit dem Fisch das Auto öffnen? Ja, siehst, jetzt wollte er den Fisch. Wie kann ich das hier lesen oder nicht lesen? Fähigkeit, Teleporting. Ah! Weiß schon, was das ist. 4. April. Der Umzug ist endlich vorbei. Und heute ist der erste Tag, an dem ich alleine lebe und der erste Tag, an dem ich ein Tagebuch schreibe. Ich freue mich sehr auf die Erfahrung. Ich habe immer davon geträumt. Ich habe mich für einen Umzug entschieden, weil die Miete sehr günstig ist und kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass ich ein kaputter Student wie ich so ein schönes Zimmer leisten kann. Außerdem ist es sehr nah an meiner Schule. Wie großartig ist das? Ich habe heute mit meinen Eltern auswärts gegessen, um den Umzug zu feiern. Und sie haben beide gelacht und einfach eine tolle Zeit gehabt. Alleine zu leben ist großartig und alles andere als ein Mann, ich werde diese Gesichter vermissen. Sie sagten mir, dass sie nur ein paar Tage hier sein würden. Sie sagten mir immer wieder, wie besorgt sie sind, aber sie überdenken nur, sie müssen sich um nichts kümmern. Mir geht es gut. Fertig lesen. Ja.
Okay, 1 von 7, wir haben da, da, da. Das heißt, dann haben wir hier eins. Wupp. Papier ist nass, ich muss einen Weg finden, um es zu trocknen. Opam. Sehr gut, zweite. 5. April. Heute habe ich den ganzen Tag damit verbracht, alles im Raum aufzustellen. Was früher ein Raum mit kleinem Gepäck und einem einfachen Bett war, wurde jetzt zu einem Raum mit einem Haufen Möbel und einem riesigen Queen-Size-Bett. Okay. Der Vormieter hat alles hinterlassen und der Vermieter war zu faul, um sie loszuwerden. Dad schien dieses Haus so sehr zu mögen, dass er sagte, er würde gerne ein bisschen länger bleiben. Aber so sehr ich ihre Gesellschaft schätze, möchte ich das Leben schon leben. Der Besitzer kam heute, um Hallo zu sagen. Er sah aus, als könnte er ein bisschen schlafen. Schlaf gebrauchen wäre es genauso. Was war los mit ihm? Er schüttelte mir mit meinem breiten Lächeln die Hand und sagte mir, wie dankbar er dafür war, dass endlich jemand das Zimmer gemietet hatte. Aber wie er aufhörte zu lächeln, als er meine Hand losließ, das war viel zu komisch. Wie auch immer, das neue Semester beginnt morgen, muss mich fertig machen. Okay, ja, wir haben dieses Zimmer, was in den Schreiben hier unten gestanden ist. So, oh, das heißt, wir können das Papier holen. Wir spulen ein bisschen sozusagen vor, es kann sehr viel ruckeln. Upp. Haben wir das eigentlich auch schon fast, ne? April. Heute war der erste Tag des Semesters. Es ist schön, meine Jungs wiederzusehen. Sie wollten meine neue Wohnung besuchen, aber ich weiß nicht. Sie machen lieber nichts kaputt. Mashima Sensei ist meine Klassenlehrerin. Ich frage mich, was für eine Lehrerin sie ist. Ich hoffe, sie ist nicht so gemein wie die vorherige. Dieser Typ war ein Arschloch. Heute ist noch etwas Seltsames passiert. Als ich heute Morgen aus dem Zimmer kam, versammelten sich einige Damen mittleren Alters auf der anderen Straßenseite und redeten schlecht über diese Wohnung. Frauen in diesem Alter klatschen gerne. Es ist wahrscheinlich was auch immer. Naja, können wir runter ins Auto. Da haben wir nämlich noch eins herumliegen. Ein Papierkügelchen. Aber wir wären auf dem Weg, dorthin werden wir die Leiter. Ah, wären wir nicht die Leiter. Lieber nicht die Leiter, sonst können wir wahrscheinlich nicht selbst mehr was machen. Oh. 70. Sehr schön. Was ist da hinten? Ah, ich mache zuerst das. Oder brauche ich das, was da hinten herumliegt, damit ich da reinkomme? Das kann auch sein, ne? Da hinten herumliegt, war ein Schlüssel. Habe ich schon fast gedacht. Okay. Aber da das Papier. Es fehlen uns noch 30 Yen, dann können wir das eine Papier in der Maschine kaufen. Und wir auch Papier in der Maschine kaufen, verstehe ich auch nicht. Nicht so direkt. Da bin ich gespannt, was da kommen wird noch. Oh. Okay. Bin ich hier überhaupt richtig hier? Ist alles weggeräumt und aufgeräumt. 7. April. Ich habe heute meinen Nachbarn guten Tag gesagt. Das ist doch höflich, oder? Sei immer nett zu deinen Nachbarn, oder? Aber weißt du was, Mama? Ich glaube nicht, dass das hier funktioniert, weil ich gerade die kalten Schultern von ihnen habe. Als ich dem Nachbarn auf der rechten Seite Guten Morgen sagte, starrte er mich nur mit einem großen Augen an und schloss ohne ein Wort aus seinem Mund die Türe zu. Sogar jetzt werden seine großen katzenartigen Augen meinen Kopf nicht verlassen. Ah, die sollten nicht zu unhöflich sein. Ich werde es wahrscheinlich ein andermal versuchen. Jedenfalls habe ich heute ein Mädchen gesehen, das genauso aussah wie das Mädchen in Shibakibara.
89 in meiner Klasse. Sie heißt Mira und ich würde sie gerne kennenlernen. Und nach allem, was ich gehört habe, ist sie Single und bereit, sich unter die Leute zu mischen. Okay, und ich dachte, wir sind ein Mädchen. Gut. So kann man sich irren. Gut, wir haben das alles. Schau, ob da irgendwie Geld noch herumliegt. Ich an deiner Stelle würde mal anklopfen. Statt probieren, diese Türen aufzuhebeln. Gut. So, jetzt gehen wir dort hinten hin ins kleine Kämmerlein, dort vielleicht die Leiter endlich zu nehmen, dass wir vielleicht da rein können. Das wäre klasse. Oh nee. War vergessen, da ist ja noch ein Papierkügelchen. Egal, wir müssen es ja nur hinstellen. Ich glaube nicht, dass wir da reingehen können. Sofort oder müssen. Ja, sehr gut. Dann kann ich hier natürlich das Papierkügelchen nehmen. Dann haben wir ja fast schon das fertig, ne? Dann fehlen eigentlich nur noch zwei. Einer ist in der Maschine drinnen, das heißt, uns fehlen dann 30. Bis dahin. Weil Essen liegt herum. Der 8. April, wenn ich nicht irre. 9. und dann der 10. ist der letzte. Dann ist es ja fast zu spät, ne? Na, das sehen wir dann gleich. Okay, hier hat sich nichts verändert mehr. 8. April. Mama kam wieder in mein Zimmer. Oh, ich sag ihr, das ist. Sie nicht mehr kommen muss. Ich glaube, sie hatte wieder einen Streit mit Papa. Ihre passiv-aggressive Einstellung hat mich beschäftigt und ich habe sie gefragt, wie es Papa geht. Sie weigerte sich darüber zu sprechen und saß stattdessen nur still da. Ich habe sie noch nie so gesehen. Normalerweise setzte sie nach einem Kampf ein falsches Lächeln auf ihr Gesicht. Na, ich bin zu schnell beim Lesen, ne? Aber das würde ich merken. Aber diesmal war es einfach nicht so. Etwa eine Stunde später gewann sie ihre gewohnte Bestimmtheit zurück, als sie mich fragte, ob ich meinen alten Freund Sayaka einladen dürfe. Sie hatte das größte Lächeln, als ich dem zustimmte. Man muss sich Sorgen machen, dass ich noch alleine lebe. Im Moment habe ich allerdings nur Mira-chan im Sinn. Aber dieses Lächeln, ihre Augen lächelten nicht. So, dann fehlen nur noch zwei. Dann werden wir da mal reingehen. Okay. Ah. Jetzt geht's auf. Sehr schön. Wir haben hier ein Nibelsen. Das heißt, wir brauchen dann wirklich nur 30 Yen. 9. April. Ich konnte heute mit Mira-chan sprechen. Was ein großer Tag. Außer eine Sache. Mama war weg, als ich heute Morgen aufwachte. Ihr Auto war immer noch hier geparkt und es ist seltsam für sie, ohne Vorankündigung zu verlassen. Ich hoffe, Papa hat sie abgeholt oder so, weil das Auto noch da ist. Ich lud Sayaka heute ein und sagte, sie würde morgen kommen. Ich hoffe, das macht sie wieder glücklich. So. Einmal Papier fehlt noch, das ist im komischen Automaten drin. Mal schauen, ob wir da irgendwo noch 30 Yen irgendwo auftreiben können. Da habe ich nichts zusammengeräumt. Nee. Da habe ich nichts zusammengeräumt. Was ist denn da jetzt in dem Loch? Sehen wir da jetzt mehr? Okay, ich kann es nicht bewegen. Wie vorhin. I don't know. Noch 30 Yen. 30 Yen, oder ist vielleicht billiger geworden. Was sein?
Dörteln wir mal durch die Straßen nochmal. Schauen. Katze weg. Katze ist weg. Was ist hier? Okay. Ich habe jetzt erst zum Schluss gemerkt, dass da ein Geist war mit einem Schirm. Gut. Zum Glück bin ich so blind, ne? Geh mal hier entlang. Da vielleicht noch etwas. Auch eine Schwärze. Ah, jetzt. Also ab und zu funktioniert es dann wieder, dann funktioniert es ein bisschen wieder nicht. Versteht dieses Spiel irgendwie nicht wirklich. Die Programmierart. Schauen wir dann noch nach hinten. Am Anfang. Da war ja auch was, was sie nicht nehmen konnten. Kann das nur sein? Aber das ist genau die Maschine, die dahinter ist. Merkwürdig. Und hier haben wir begonnen. Es fehlen noch 20 Yen. 20 kleiner Yen. Ah, okay. Keine Abkürzung hier. Keine Ahnung, ich das hier rauskriegen soll. Nochmal da nach hinten. Ich glaube, da ist ja auch nichts mehr. Nee. Nö, nö. Okay, dahinter ist der Automat, das heißt, da müsste irgendwas anderes sein. Nein, da kann ich nicht hin. Ist so dunkel. Bin ich hier? Ah, okay. Was ist hier? Ah, das ist das hier. Irgendwas? Ah, haben wir noch nicht gebetet. Ich fühle mich etwas wärmer. Hier absolut nichts. Wow. Helligkeitseinstellungen, toll. Sieht noch immer nichts. Wo bin ich hier? Okay. Ah, das war die. Ich weiß schon. Das hier. Gut. Dachte schon, das wäre. Absolut dunkles Spiel. Ja, dass man nicht blind wird da in dem Ding.
Hier ist auch nichts, auch nichts. Doch irgendwo 20 Dollar, 20 Yen noch herumliegen. Haben leider nur noch 10 Minuten. Auch schade, wenn wir das hier nicht fertig bekommen, ne? Ich hoffe, dass das mit den zwei anderen Spielen jetzt ein bisschen flüssiger läuft wieder. Nochmal hier hin. Okay, das. Ja, dann konnte ich da durch. Da ist gar nichts. Null, nada, niente. 80, 80, warum nur 80? Wie meine 100 haben. Das war vielleicht noch da hinten. Da hatten wir doch 10, die 10 Yen bekommen. Sorry. Auch nicht. Okay. Jetzt wieder ein Seil. It's not so great. Das Seil. Es ist im Auto noch etwas. Aber im Auto natürlich. Nope. Auch nicht. Wirklich nur die 20 Yen. Oh. Ja. Grüße Gott. Grüß Gott. Heilige Makrele, was war das jetzt? Oh, Kohle. Oh, 90, toll. Ein Geizkragen hier. Ich wohl wieder. Tun wir vielleicht noch Kohle hier? Nee, natürlich nicht. Zehn Yen, bitte, 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 bitte. 10 Yen für einen armen Studenten. Mit dem Automaten falschen, nicht gut. Aber jetzt der mittlere, oder? Jetzt noch mal nach oben schauen. Da vielleicht noch was ist von unseren Nachbarn. Vielleicht geben die uns noch ein bisschen Kohle. Wäre halt schön. Dieses ruckelnde Trauerspiel hier zu Ende kriegen. Ist kein Geld. Hat niemand Geld. Oh, danke. Gucken wir durch Loch. Okay, ein bisschen rot, ne? Ja, wer wird uns holen kommen? Haben wir unsere 100 Yen? Bringen wir es zu Ende, ne? Immer so schön zusammengeknüdelt, das ist.
Richtig Origami fast. Dort ist keine Flucht. Ich kann den Rest nicht lesen. Okay, Okay, dann ab nach Hause. Warum ich da eigentlich nichts bewegen kann. Jeden Fall die Wände sind jetzt rot oder rotes Licht zumindest. Ja. Fast wie bei mir im Hintergrund, ne? Aber mit dem nichts zu tun, ja. Ich heißt, ich sollte nach Hause. Selbst nachdem ich sein Haus verlassen hatte, fühlte ich mich von jemandem gesehen und sah zurück. Aber egal wie oft ich zurückblickte, war niemand da. Irgendwie gruselig und schneller als sonst nach Hause gegangen. Am nächsten Tag geht er zur Schule. Er geht nicht, es gab kein Zeichen seines Sitzes oder seines Anwesens. Wesenheit. Ich fragte mich und fragte meinen Freunden und Lehrer und ich. Okay. Nach der Schule ging ich wieder in die Wohnung. Der Ort, an dem sich die Wohnung befand, wurde verkauft. Die Nachbarn, die vorbeikamen, schienen schon lange zu verkauften. Wohin sind die Wohnungen und er gegangen? War er nicht der. Okay, es ist ja. War das alles mein Traum? Band. Gutes Ende sogar. Gutes Ende.